musst du ein bisschen weiter rechts. Ist etwas weiter. Ist etwas nah an LV. Nicht an LS. Oder ich habe mich verfahren, scheiße. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Das wäre jetzt etwas suboptimal. Kuhui. Das war ja richtig knapp. Eigentlich nicht. So, mal gucken. Ich glaube, ich kann das jetzt echt bald schaffen mit den zwei Videos am Tag. Ich habe jetzt, glaube ich, bis zum 5.5. vorgeplant oder sowas über den Dreh. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, bis wann ich jetzt vorgeplant habe. Aber danach könnte ich unter Umständen vielleicht sogar wirklich zwei Videos an einem Tag machen. Das kommt jetzt darauf an, wie lange sich die Motivation so hält. Wie lange ich so viele Kommentare und Abonnenten noch dazu bekomme. Wahrscheinlich nicht mehr lange, vermute ich. Allerdings, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht war das erste Anfang. Das sehe ich dann schon. So, sind wir schon in Los Santos. Bisschen Umweg. Das wissen wir jetzt. Für alle, die es wissen wollen. Ich werde so fahren können, aber wir sind so gefahren. Es gibt 100% schlauere Dinge, die ich in meinem Leben schon getan habe, aber why not, motherfucker? Alter, das ist eine Steigung. Wie soll man da denn mit dem Auto raufkommen? Das nenne ich mal architektische Meisterleistung oder was weiß ich. Gut. So, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ich werde auf jeden Fall auch alle Berufe ausprobieren. Mir jetzt nach und nach alle Lizenzen holen. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, welche Berufe ihr sehen wollt. Ja, sonst mache ich es einfach nach der Reihenfolge. Nach Pilot. Also, jetzt kommt Pilot. Das will ich nämlich gern. Ja, probieren und dann danach. Schreibt ihr mir entweder in die Kommentare, was ihr sehen wollt, oder ich mache das nach der Reihenfolge. Gut. Außer halt so Berufe wie, ja, Hure oder Waffendealer werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil die sehr spielerabhängig sind und ja, ich jetzt keinen Bock habe, da die ganze Zeit zu irgendwelchen Spielern hinzugehen. Lieber was, was man ohne Spieler machen kann. Autodieb. Hatte ich auch schon. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das aufgenommen hatte. Autodieb. Aber ich war auf jeden Fall schon mal Autodieb. So. Ist ja gleich beim Gefängnis. So. Da ist jemand, der richtig gut fahren kann. Schade, ich dachte, der fällt unter mir durch. Naja, ein Versuch war es wert. Oh, ja, heimlich. Heimlich Gespräch belauschen. Nein, natürlich nicht. Ich fahr kurz rüber und gucken ins Gefängnis. Ja. Also, wenn das mal nicht fahrerisches Können vom Feinsten ist, dann weiß ich auch nicht. So. Das Gefängnis ist wahrscheinlich jetzt voll wie sonst was. So. Wir stecken uns einfach hier. Und belauschen die. Okay. Wenn der Anwalt ist, das weiß ich jetzt zwar nicht. Sieht aber so aus, weil er davor steht und wahrscheinlich irgendwas ganz anwaltwichtiges mäßiges macht. Ich schreibe noch mal kurz für FS Chat an. FS Chat. Die Stiege 88. Bist du ins
Mischen wieder draußen. Weißt du doch, oder? Ich glaube schon. Ach, ganz einfach können wir das. Und Slash Nummer Party Stier 88. Hab ich doch gemacht. Mal gucken, ob überhaupt noch online ist. Da hat mein Stuhl geknackst. Da kann ich auch mehr. Bisschen. Ist so. Muss ja gar nicht mal online. Hätte ich jetzt ja, ein Handy könnte ich ihn anrufen. Beziehungsweise Handy gut haben. Habe ich aber nicht. Ich wollte mir vorher eine Handykarte kaufen, aber die waren irgendwie aus. So. Dann würde ich sagen, shoppen wir gleich weiter. Wenn da jetzt nichts mehr ist. Vielleicht ruft er uns später nochmal an. Das merke ich dann schon. So, die Richtung. Und den Bus überholen. Und Tasten spammen. 240 Sek. Okay. Ja, falsch, 80 sag ich ja. So, auch übrigens, falls jetzt mal jemand an alle meine Zuschauer. Oh, ist das geil, das zu sagen. Ja, wer von euch auf dem Server spielt und mich mal, ja, auf dem Server erwischt, beziehungsweise einfach mal gleichzeitig mal online ist, kann mir gerne Freundschaftsanfrage schicken. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, nee, ich will nicht von Abonnenten angeschrieben werden. Nein. Nein, ich will nicht. Ich werde mir auch Premium holen, um mein Handy auszuschalten. Ja, okay, das machen ja viele Let's Player, allerdings dann eher die mit ein paar tausend Abonnenten. Aber ja, ich hier mit meinen kleinen 70, oh geil, der 7 vorne, kann sagen, dass ich da überhaupt nichts dagegen habe, sondern ich das wirklich, oh scheiße, geil fände. Ach nö, ist doch kacke. Okay, ich werde kurz relong, dann geht das schneller, bis gleich.